Laber nicht. Aber doch, ist okay. Den mach ich fertig. Alter. Als ob der schneller ist als ich. Guck dir den nochmal an. Den Klotz. Plop. Ach, fuck. Fuck.
Aua. Das Vieh ist kacke. Man muss es nur beleidigen. Was hat er denn noch? Nein, ich habe keine Zeit zum Gucken. Letztes. Fall mir deine Genesung mit einer strahlenden Terrakristallisierung, Massifioso. War so klar. Was? Was ist das? Und Licht? Ich weiß nicht, ich habe die Terrakristallisierung noch nie gesehen. So, wer ist schneller? Fuck! Es lebt noch! Das war geplant. Das war wirklich knapp, was die Fio so. Was? Was? Knapp? Was? Was? Denke daran. Klar. Genau, gib mir mein Geld zurück. Wow, so stark ist also jemand, der es schafft, Herrscher-Pokémon zu bezwingen. Mir ist ehrlich gesagt nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dein einziger Begleiter zu sein. In Zone 0 wimmelt es nur so von super starken Pokémon und komischen Maschinen. Wenn uns vielleicht noch zwei weitere Leute begleiten könnten. Eine weitere Person haben wir schon mal. Am besten jemand Starkes auf dem Champ-Rang und jemand, der sich gut mit Technik auskennt. Wir haben jemanden mit Technik.
Klingt nach Cosima. Cosima? Die Superhackerin? Big Boss von Team Star? Ich schätze schon, dass sie geeignet wäre, aber sag mal, wann hast du bitte solche dubiosen Freunde gefunden? Auch so nebenbei. Schauen wir mal, was passiert. Lass uns wieder sprechen, wenn wir Verbündete gefunden haben. Halt mich auf dem Laufenden, wenn du Leute findest, die wir mit ins Boot holen können. Abgeschlossen. Ja dann. Oh, guck mal, hat meine Pokémon geheilt. Oh, guck mal, ich kann die Karte öffnen. Ey, so weit raus wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das wollte ich auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Nö. 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 Was hab ich daneben gemacht? Nö. Hm. Oh, guck mal, Emotes. Hier, ist kein Foto. Ah. Gefunden. Pokémon ist wieder fit. Oh ja. Direkt mal platt machen. Okay. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Ah, so süß. Oh nein, ich habe verloren, aber hat mein Pokémon doch volle KP. Tossi! Hör auf zu heulen! Der Pokémon Center kannst du deine Pokémon kostenlos wieder fit machen lassen. Wie? Das wusstest du schon? Toll! Voll umsonst platt gemacht. Sonst verprügelt. Klopf, klopf. Muss ich mal durch, Mimi. Zukünftiger Champ auf Abwägen.
tue ich ihn da jetzt eigentlich hin? So, Dreckswetter. Hat kein Regenschirm für mich. Muss Herbst sein. Oder April. Ein Andenken an die Pokémon-Liga. Ja, bitte. Ich bin gerade auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Kämpf doch zum Andenken mit mir. Okay. Remi-Schüler David fordert dich heraus. Guck mal, der hat einen Mauzen. Auf Level 14. Level 14? Was will er in der Liga? Junge! Geh mal wieder nach Hause! Auch eine Niederlage nehme ich gerne als Andenken mit. Junge, geh mal wieder nach Hause. Ich habe zwar noch keinen einzigen Arena-Orden, aber mal sehen, ob ich die mündliche Prüfung bestehen kann. Was? Ne, von der mündlichen Prüfung hat mir keiner was gesagt hier. Nee. Ich hasse mündliche Prüfungen. Mündliche Prüfungen sind scheiße. So viel wie zur Liga? Ja. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, jungen Trainern zu Erfahrung zu verhelfen. Doch, da musst du gleich durch. Nee. Ich mache aus, wir spielen was anderes. Guck mal, der hat was in der Liga zu suchen. Die Note von der Prüfung fließt in ein Zeugnis mit ein. Nee, finde ich nicht gut. Brontong. Na super. Freue ich mich jetzt schon drauf. Metal Sound! Ja.
Ups. Na, also eigentlich auch, das ist ein hübsches Pokémon. Ich will auch so eins. Warum hab ich nicht so ein cooles Pokémon? Warte, ich kann so ein cooles Pokémon haben. Ich bin nur so blöd und hab das Item nicht, richtig? Richtig. Haha, na, hast du schon Erfahrung sammeln können? Nein. Guten Tag. Ja, bitte. Dankeschön. Bis dann. Gibt's hier etwas Cooles? Das ist doch fett. Ein Hintereingang. Ich bin dafür, dass Nara noch ein Masterstudium mal nachmacht. Nicht für den Abschluss, sondern einfach nur, um noch mal eine mündliche Prüfung zu haben. Alter.